Und ehe ich meinen Telefonhörer finden konnte, hat er schon wieder aufgehört zu klingeln. Toll, dass die Leute nicht mal Geduld haben, einen Moment zu warten. Naja, wahrscheinlich war es dann auch nicht sonderlich wichtig. So, dann liefern wir jetzt mal die gigantische Plattenrüstung aus, die garantiert für ihren Brustumfang reicht. In so einem Paket ist eine Plattenrüstung. Ja, ist klar. Och nee. Geh weg. Ach, wir können sie umziehen. Jetzt können wir sie umziehen. Gutsfrau Olympia umkleiden. Endlich. Und dann muss sie auch aufhören zu spielen. Buh, schlecht. Ja, dann, was? Die wollte gerade tanzen, aber dann habe ich es unterbrochen. Dann können wir endlich dieses Stück Topfrisur umkleiden. Ich mag diese Vulkanierfrisuren nicht so gerne, besonders nicht in Verbindung mit der anderen Kleidung. Ah, solid. Ach, Moment, ich muss mal gerade hier wieder... So, mich ein bisschen bequem mal hinsetzen, so halb schief auf diesem alten, wackeligen Bürostuhl ist nämlich nix. Okay, Haare, was haben wir denn da? Irgendwas zu einer Bardin passenderes und dann brauchst du auch eine hellere Haarfarbe. So ein schönes Blond. Das wäre doch was. Hier, das ist doch viel schöner so. Die hat eine merkwürdige Kopfform. Das wird schwierig, da was zu finden. Doch, ich hab's. Ja, super. Das ist perfekt. Nein, das muss dann schon irgendwie... Nee, doch. Schwieriger, als ich dachte. Wobei das gar nicht mal so übel war. Dann müssten wir jetzt das Tuch... Ne, das ist in der Farbe eigentlich auch gar nicht übel. So, jetzt dann noch die Augenbrauen passen dazu. Nicht so buschig. Ja, das ist doch schön. Jetzt noch Kleidung, die ein bisschen hübscher aussieht. Ich meine, sie ist eine Bardin. Barden müssen schön aussehen. Wenn sie schon so ein Kampf-Koloss-Gesicht hat, also so ein bisschen runderes Kampfgesicht halt, dann, kann ich da die Hosenfarbe ändern? Geht das? Ist das die Farbe dort unten? Ja, wunderbar. Dann könnte ich die doch in die umwandeln. Oder machen wir sie ein bisschen... Dann machen wir die untere ein bisschen dunkler. So ist gut. Nur die Schuhe kann man mal wieder nicht verändern. Aber ansonsten sieht das so schon ganz okay aus. So, jetzt noch nicht das Gesicht, sondern das Make-up. Make-up! Sailor Moon! Was hätten wir denn hier für verschiedene Farbtöne? Ja, das ist auch sehr natürlich so und sehr dezent. Das fällt kaum auf. Das kann man so lassen. Das ist schön. So ein bisschen was Künstlerischeres? Oder... Bisschen Rouge auf die Wangen, bisschen Lippenstift und sie sieht gleich aus wie schon 3 Tage tot. Muss die so bleich sein? Ist ja schlimm, das ist ja fast wie bei mir und ich mag es auch nicht, dass ich so blass bin. Es ist furchtbar, so eine helle Hautfarbe zu haben. Ja, naja gut. Lassen wir das doch mal so mit dem Topflappen auf dem Kopf, hat das wenigstens was. Besser als vorher. Auf jeden Fall besser als vorher, allerdings ist das auch nicht so schwierig. So, was wollten wir jetzt hier auch ganz viel herstellen? Oh Mann. Einfache Rüstung, Langschwerter. Dann schmieden wir jetzt erstmal ein paar Langschwerter. Da haben wir ja genügend Buntmetall. Oh Gott, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Was hat er denn da drüben? Bei Quest im Rückstand. Das stimmt doch gar nicht. Wir haben gigantische Fortschritte gemacht. Wir haben Samen zum Keimen gebracht. In seiner Hosentasche. Die direkt in seine Unterhose führt. Trägt er vielleicht gar keine Unterhose? Das würde eine Menge erklären. Aber was waren das denn für Samen? Ich sag gar nichts. Also die da unten verstehen sich wahrscheinlich schon besser. Wie gefällt dir meine neue Frisur? Ja, die ist nicht schlecht. Also ich meine, wer hat die gemacht? Die ist hübsch. Die sieht gut aus. Das war der Wächter. Der hat mich befreit von meinem hässlichen Äußeren. Oh, ich wünsche, das würde der Wächter auch mal mit mir machen. Keine Sorge, ich bin zuversichtlich, dass er das eines Tages tun wird. Wir könnten das sogar machen. Jetzt wird hier wieder gespielt mit Musikuntermalung. Da arbeitet sich doch gleich viel besser. So, da können wir mal wieder hier auf Geschwindigkeit gehen. Hitzebalken, fertig. Mosadu.
Pam, 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 pam. Es ist wieder unglaublich spannend. Hau den Lukas. Und gleich müssen wir wieder das Metall erhitzen. Ich meine, das ist schon recht realistisch gehalten, wie das hier gemacht ist. Dass man ja das Metall ständig auf einem konstanten Level halten muss. Das muss ja immer die richtige Hitze haben. Es darf nicht zu heiß werden, es darf nicht zu kalt werden. Allerdings hätten sie das auch abwechslungsreicher gestalten können. Ich hätte mir lieber mehr unterschiedliche Aktionen dieser Art gewünscht und nicht etwas, was immer wieder auf diesem Mist beruht. Das ist wie bei den Traumkarrieren von Sims 3. Ach, er ist schon fertig. Lala, lalala. Da hast du noch ein Langschwert. Bevor er was essen muss. Weil, also bei Sims 3 Traumkarrieren war das ja auch so ein bisschen stupide. Wer er sich noch an Sims 3, das, also das Sims 3 Let's Play von mir erinnert, das ist ja schon ziemlich alt. Das, ja, da sagen wir mal, da habe ich ja auch nichts anderes gemacht, als den ganzen Tag lang Geister gejagt. Und das war schon sehr eintönig. Das haben sie hier bei Sims Mittelalter mal so ein bisschen übernommen. Man sagte mir auch, das neue Add-on, was ich wahnsinnig gerne hätte, aber mir zurzeit einfach nicht leisten kann, wäre auch nur so langweilig, dass es nur irgendwie so drei neue Traumkarrieren gibt, wo man eigentlich kaum die Motivation hat, sich dort weiterzuentwickeln. Warum macht ihr sowas? EA, ihr könnt so geile Spiele herstellen. Gerade die Sims. Das ist der absolute Hammer. Aber nein, oh schnell, ehe es kalt wird, ehe es kalt wird. Nein, es darf nicht kalt werden. Los. Mehr Hitze. Ich muss daran denken, dass er ab und zu die Kohle nachlegen muss. Man sieht ja an der Seite, wenn die Kohle aufgebraucht ist. Da muss ich das Schwert dann früher zurückpacken, damit er die Kohle dann da rechtzeitig draufpacken kann. Ah, verdammt, so viel zu lernen. Es ist doch komplizierter, als ich gedacht habe. Spielt ihr eigentlich die Sims Mittelalter? Also wer von euch besitzt dieses Spiel selber und hat das sogar schon mal in Anführungsstrichen durchgespielt, was man ja auch nicht so direkt kann? Ja, du kannst jetzt was zu essen machen. Das würde mich mal interessieren. Oh, da sind wir auch schon mit einer Sache fertig. Lachssuppe könnten wir jetzt mal machen. Level 2 erreicht. Neue Waffenrüstungen, Königsschläger und Schmiedeofen. Die Arbeit mit Teil ist nicht so zeitaufwendig, bla bla. Waren am Marktstand des Schmieds können verkauft werden. Ja, richtig. Wir haben auch noch den Marktstand. Da könnten wir dann halt auch der Sachen dazu packen. Beutel voller Schwerter, Beutel voller Weizen. Ja, ich habe auch immer so einen Beutel voll mit Schwertern dabei. Das kennt man, das ist normal. Oder wie, oder was? Oder was, oder wie? Agrikulturabzeichen müssen wir auch noch herstellen. Na, das wird ja immer lustiger. Mann, das ist eine mittel- bis spannende Quest. Also, die Aufregung ist fast zu viel für mein junges Herz. Oh, dafür muss ich mal einen Screenshot machen, das ist hübsch. Aber nur fast zu viel. Jetzt gibt's lecker Lachs, hübsche. Nom, 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 nom. Dann kann er gleich schlafen gehen. Und am nächsten Morgen in den Spiegel gucken und sich waschen und aufbrezeln. Halt die Klappe und geh pennen, Junge. Alter, schwarzer Kaffee, Junge, ey. Geh mal schlafen, Mann, ey. Ey, schwarzer Kaffee, Junge. Ich sag dir, ey. Schöner, heißer, schwarzer Kaffee. Schöner, schwarzer, heißer, kochender Kaffee. Junge. Echt, Junge. So, ist er schon fertig? Mit Schlafen? Stimmt doch gar nicht. Du bist noch gar nicht fertig mit Schlafen. Wieso bist du schon... Ach so, kann jetzt nicht einschlafen, er ist ja schlaflos. Oh, seine Schwäche ist ja schlaflos. Oh Gott, ja. Naja, ist nicht so schlimm, wird er wohl überleben. Dauert nur 2 Stunden an, dann kann er wenigstens weiter schmieden. Also er ist Gamer vom Beruf, das wusste ich nicht. Jordi, das wusste ich nicht, dass du auch ein Gamer bist. Dann, ach, habe ich vergessen, was sollten wir machen? 3 einfache Rüstungen, einfache Rüstung, okay. Panzergrube Platten, Edelleute, fehlerhafte Rüstung, hä? Einfache Rüstung. Wo ist denn jetzt die einfache Rüstung? Wie? 3 einfache Rüstungen herstellen. Wahrscheinlich heißt das dann nur irgendwie Rüstung. Panzer aus groben Platten. Diese Rüstung aus extrem schweren Platten. Sensenmantarnung. Fehlerhafte Rüstung. Bla, hauchdünn, Monarchen, rustikaler Schläger für deinen Kopf. Ach, dann machen wir erstmal das Agrikulturabzeichen. Komm, machen wir das Agrikulturabzeichen. Hops, Geschwindigkeit, los, hopp. Schneller, Jordi. Hau noch ein bisschen Kohle nach, wo er die ganze Kohle wohl hernimmt. Ist wohl doch ein heimlicher Minecrafter, hat sich bestimmt im Keller ein Dungeon erschlossen.
Und dann ist er auch runtergegangen und hat es ausgearbeitet. Was mal toll wäre, wäre so ein Crossover-Spiel. So ein richtiges Crossover-Spiel. So eine Kombination aus die Sims, Minecraft, Pokémon, irgendwie etwas total Beklopptes, womit keiner rechnet. Diese Kombination aus den ganzen guten und schlechten Eigenschaften der ganzen Spiele zusammen, das fände ich mal richtig interessant. Also, gerade wenn man jetzt doch immer wieder Parallelen in Spiele entdeckt oder selber schon sich kaputt lacht, so, haha, lol, der hat eine Spitzhacke, haha, Minecraft, haha, witzig, witzig. Erinnert mich auch an Mega Man X, da gab's, oder war das Mega Man X 2? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Die Minecrafter. Nee, ich glaube, es war bei Mega Man X dort. Ja, genau, Mega Man X, da gab's schon diese Minecraft-Typis, die mit Spitzhacken nach einem geworfen haben. Das fand ich sehr amüsant. Die Hammerbrüder der Mega Man-Generation sozusagen. Dass man so ein Crossover mal so aus sowas basteln könnte. Das ist ja ein Zelda-Spiel. Ehek. Kennt ihr das, wenn Link getroffen wird und zurückfliegt, dann sagt er immer Ehek. Das finde ich sehr, sehr amüsant. Was? Wieso hört er denn plötzlich auf mit dem... Ist doch verwirrend. Ach, ausgesprochen spannend. Ja, so actionreiche Spannungen habe ich auch noch nie erlebt. Aber mein Qualitätspegel steigt schon mal. Das ist gut. Die Sachen werden immer qualitativ hochwertiger. Dann können wir viel Geld damit verdienen. Auf der anderen Seite ist es echt eintönig. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich finde es echt schon langweilig. Agrikultur bereits gemeistert. Naja, ob das so wirklich zählt, da bin ich mir ja noch nicht ganz sicher. So, jetzt machen wir einfache Rüstung. Nee, jetzt gehst du erstmal wieder schlafen, Junge. Sonst kriegst du schwarzen Kaffee, Junge, wenn du nicht schlafen kannst, Junge. Ja, der hält dich wach, Junge. So ein schöner, scheißer, schöner, schwarzer, heißer, schöner, schwarzer Kaffee, Junge. Echt, aber... Oh, so ein richtig heißer... Ja, so ein richtig schöner, schwarzer, heißer Kaffee, Junge. Sonst gibt's aufs Maul, Junge. Und wieder kann er nicht weiterschlafen. Essen zubereiten. Dann gibt es jetzt hier nochmal lecker, lecker gekochte Glibbergrütze. Die da unten sind sich auch wieder nur am Zoffen. Sag mal, der Typ hier macht nur Ärger, der Rattenfänger Ferris. Frau Ferris, suchen Sie was Bestimmtes? Na, ich brauche was zu meinem neuen Ehren. Kennt ihr noch die Werbung mit Frau Ferris? Gehen die sich jetzt da prügeln? Was machen die alle bei meinem Bett? Hört doch mal auf, das ist meine Wohnung. Also echt mal. Wollen die sich jetzt wieder prügeln? Was hat er denn? Jordi hat er... Oh, Jordi Kuh, wirklich wie Jordi da unten. Jetzt nicht mehr. Du sollst doch auch essen, Junge. Nee, nicht aufräumen. Nein, nicht aufräumen. So, jetzt kannst du das richtig essen hier. So. Ja, das hast du ja schon mal super hingekriegt. Was soll ich jetzt machen? Kaputtes Schwert reparieren und bringen. Dreimal erfolgreich Metall fördern. Ja, dann machen wir das mit dem Metall doch erstmal. Und zwar hier. Und hier. Und hier. Und hier. Dann kann er wieder nach Hause gehen, oder? Schwert reparieren. Und jetzt geht's gleich wieder ans Minecraften. Das meine ich, so ein Crossover-Spiel. Das wäre doch mal was. Stirb, du Kack! Blöder, dämlicher Erzklimpen. Oder wie, oder was? Geh mal kaputt, Mann. Oder wie? Habe ich es gesammelt? Oder wie, oder was? Krass. Mutmetall und Quarz. Kein Grobi heute? Oh, kein Grobi. Naja, der Grobi versteckt sich wahrscheinlich gerade woanders. Vielleicht versteckt sich hier ein Grobi drin. Dann werden wir ihn schlachten. Pass doch mal auf, wo er langläuft. Mensch, hab ja noch Spitzhacke. Oder wie, oder was? Und? Hast du was gefunden? Ja, da hat er einen Grobi getötet. Ausgezeichnet. Da vorne läuft er. Der Ferris. Frau Ferris, suchen Sie was Bestimmtes? Ja, ich brauche Aggressionsbewältigung und mache Leute sinnlos an. Blöder Sack. Wegen ihm standen wir am Pranger. Stirb. Stirb. Stirb, oder wie, oder was? Oder stirb, oder was? Oder wie, oder was? Oder was, oder wie? Oder wie, oder was, oder wie? Echt mal. Stirb jetzt mal, oder wie, oder was? Habe ich das gesammelt, oder wie, oder was? Echt mal. Ausgezeichnet. Da gibt es ja sonst noch direkt was in der Nähe, was man sammeln könnte. Nein, das ist zu weit weg. Dann kann er wirklich danach nach Hause gehen und weiterschmieden. Hey, das macht ja so viel Spaß, das Schmieden, ey.
Hey, so viel Spaß. Wirklich, hatte ich noch nie. Vielleicht sollte ich das mal... Keine Ahnung. Ich habe auch keine Lust, sowas zu überspringen oder so. Ich muss es ja trotzdem machen. Da war das reparierte Schwert. Ja. Das wird ja aufregend. Ist auch für euch super spannend. So, diese Schmiedearbeit, echt. Also ich glaube, ihr sitzt da zu Hause vorm Rechner und denkt nur, oh, so viel Nervenkitzel, dieses Spiel gehört ab 18. Ich glaube, ich raste aus. Oh mein Gott, Herzrasen. So, jetzt nimmt er sich ein bisschen Kohle, gießt die ganze in den Schmiedeofen, pumpt schönes Feuer heiß und er pumpt weiter, bis das Feuer die richtige Temperatur erreicht hat. Dann schnappt er sich das Stück Metall aus seinem Bottich mit den Metallstäben und erhitzt es auf eine unglaublich heiße Temperatur. Und zwar fast bis an den roten Punkt. Und dann schnappt er sich seinen starken Hammer und schlägt so lange auf das Eisen drauf, bis daraus ein repariertes Schwert entsteht. Diese Technik ist sowas von dermaßen exzellent. Seine Führung des Arms ist einfach unglaublich präzise. Er weiß genau, was er tut. Und jetzt wird das Feuer wieder heiß gemacht. Und zwar richtig heiß. Ja, dieser Mann weiß ganz genau, wie man mit Stahl umgehen muss. Und jetzt schnappt er sich wieder den Hammer und schlägt so lange mit seiner vollen Kraft auf das Stück Eisen, bis es fast zerberstet. Und daraus entsteht dann ein Schwert. Aber Achtung, wir dürfen nicht vergessen, dass wir das Metall wieder erhitzen müssen. Die Qualität steigt. Und jetzt die letzten Handgriffe. Seinen talentierten, schlanken Fingern schnappt er sich den Hammer und weiß ganz genau, wie er es dem Metall zu besorgen hat. Was? Ich habe das nicht laut gesagt. So, das ist schön. Dann kann er das mal ausliefern gehen. Schon wieder an die Tante da. Die kennen wir doch schon. Ey, die Tante kenne ich. Nee, doch nicht.